Hallo meine lieben Freunde, hier spricht euer Bienenbär. Herzlichen Dank für die vielen, vielen Glückwünsche, die ich von euch bekomme. Hier zum Beispiel über WhatsApp, über Facebook Messenger plingelt das hier die ganze Zeit. Die vielen Anrufe, die Nachrichten über Facebook in der Bienenbär-Gruppe oder auch auf meinem privaten Bereich, die E-Mails, viele nette Worte, viele liebe Grüße. Was habe ich auch noch nicht gehabt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin total begeistert. Deswegen gibt es heute einen kleinen Dankesgruß von mir. Keine erhobenen Zeigefinger, keine Tipps und Tricks oder keine Fragen zu irgendwas oder keine Erklärung, sondern einfach nur ein riesen Dankeschön an euch alle, dass ihr zu meinem Geburtstag heute an mich gedacht habt. Ich habe mir hier im Bauwagen hier zwei Kerzen hingestellt und habe mir einen Kamillentee gemacht. Ja, und habe mir hier noch einen Berliner besorgt. Und den werde ich mir gleich so zwischendurch genehmigen. Und dann geht es wieder raus in den, ja, in den Regen, genau, weil es regnet wieder. Ich habe aber noch einen kleinen Dank, den ich noch loswerden möchte. Nee, eigentlich einen großen. Und zwar an die Leute Christian Bredhorst, Christian Strulig und Jan Lütke für die freundliche Unterstützung über Steady. Steady seht ihr auch unter diesem Video. Die in der Bienenbär-Gruppe sind, die sind dann noch ein bisschen mehr informiert. Danke, dass ihr das Paket 1 abonniert habt und damit mich monatlich unterstützt. Und ein ganz besonders großer Dank geht an Yvonne Schlieb und Stefanie Schuster, denn ihr habt das Paket 3, also das große Unterstützungsabo gewählt über Steady und unterstützt mich da tatsächlich mit einer schönen Summe jeden Monat. Da bedanke ich mich bei euch ganz, ganz herzlich. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich weiß das zu schätzen. Aber ich hoffe, so kommen wir irgendwann mal in einen Bereich, dass ich das, was ich hier mache mit diesen ganzen YouTube-Videos und mit der Seite und mit dem allen, dass ich das in der Kombination mit der Bio-Imkerei alles zusammen rentiert und dass ich mich mit voller Leidenschaft zukünftig auf diese Umweltschutzthemen, Insektenschutzthemen, Imkerei, dass ich mich da 100% drauf stürzen kann. Das wäre mein großer Wunsch. Ihr kriegt die Videos und die Infos. Wenn ihr mich unterstützt, finde ich total klasse. Wie gesagt, über Steady ist eine Möglichkeit. Dann immer wieder die Möglichkeit, wer von euch bei Amazon kauft, unter jedem Video, auch auf der Bienenbär-Seite, findet ihr Amazon-Links. Wenn ihr vorher da draufklickt und dann was bestellt bei Amazon, kriege ich eine Provision. Auch damit, über den Weg, könnt ihr mich unterstützen. Und es kostet euch am Ende nicht einen Cent mehr. So haben wir alle was davon. Okay, nichtsdestotrotz, das soll es für dieses kleine Video schon gewesen sein. Ich genieße hier noch ein bisschen die Zeit im Bauwagen und schau rauf auf die Hühner und auf die Streuobstwiese. Ja, bei den Bienen, da fliegt nichts, da tut sich nichts. Das ist dem Wetter leider geschuldet. Hab nur zwei Kerzen hier. Normalerweise müsste ich jetzt, glaube ich, 41 oder so. Deswegen habe ich mal alternativ hier so LEDs in der Tasse gemacht. Ne? Das sind dann viele kleine Kerzen. Irgendwie kommt das schon hin. So, okay. In dem Sinne, danke an euch alle für den heutigen Tag. Ihr habt ihn mir versüßt und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Bienenbär. Tschüss.